So, hallo, wir machen weiter mit Le Mario Maker 2. Und das letzte Mal haben wir festgestellt, dass es noch Alina-Level gibt, die wir spielen müssen. Die wir jetzt auch angehen werden. Es ist allerdings schon ein paar Tage her. Vielleicht ist seitdem auch noch mehr passiert. Deswegen werde ich da gleich mal nachschauen, was denn da alles passiert ist. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber meinetwegen. Aha. Ja, das ist schön, dass mein Rekord überall gebrochen wird. Eieiei. Überall werden meine Rekorde gebrochen. Furchtbar. So, wie auch immer. Mehr brauchen wir nicht. Gut. Einfach mal hier den Stern oben auswählen. Jetzt weiß ich ja, ich kann da direkt durchklicken. Haha. So einfach geht das. Und dann... Zack. Und dann haben wir jetzt sogar 3 Level von Alina. Guck mal, aus 2 macht 3. So einfach geht das. Es geht los mit Castle in the Sky. Na, alles andere haben wir gespielt. Sehr gut. Castle in the Sky. Let's go. Is this pretty Castle in the Sky what you expect it to be? Naja, ich expecte it to be ein Castle in the Sky. Ich erwarte als Wolken, ich erwarte Ranken. Was weiß ich. Guck mal, Ranken haben wir schon mal. Also erstmal muss man hochkommen. Ja gut. Wenn ich den Sprung verhaue, was mache ich dann? Ja gut, der spawnt wieder wahrscheinlich. Ah, guck mal, das sind auch die Wolken. Damit habe ich schon alles, was ich erwartet habe, wurde schon erfüllt. So, ja, ich muss mich... Huch. Ja, hi. Aber ich muss mich nach, Dings umgucken. Nach... Habe ich vergessen. Roten Münzen sehe ich. Das wollte ich sagen. Ah! Hi! Das war nett. Wahrscheinlich soll man von der anderen Seite hinkommen. Ich mache natürlich wieder alles genau, wie es nicht gedacht ist. Okay, links oder rechts? Gar nichts. Das ist ein Reset-Dorf, falls man die Koopas verhaut. Das ist freundlich. Da hat jemand mitgedacht. Das ist nicht so freundlich. Uff. Ich habe jetzt ein bisschen Angst vor fallenden Swamps. Ich weiß nicht, warum. Oh, weia. Oh, weia. Okay, es geht alles gut. Bisher geht alles gut. Ich hätte langsam gerne einen Check... Oh! Hi. Der war nicht nett. Ah. Ich hätte nicht gedacht, dass die Angst vor Swamps tatsächlich dann auch berechtigt ist. Ah. Okay. Ich verstehe das. So, wenn man jetzt den Weg andersrum geht... Aber andersrum geht man... Ah, doch, andersrum geht man den Weg normalerweise schon. Dann geht man ihn so rum, dann kriegt man hier das Z und dann sieht man den auch. Okay, also der ist eigentlich nicht gemein gedacht. Eigentlich. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Ja, das habe ich toll gemacht. Das habe ich ganz großartig gespielt. Huldigt meinem Spielstil, der doof war. Okay, gut, dass wir drüber geredet haben. Okay. Das lief nicht so, wie ich wollte. Achso, der bleibt ja oben. Ah, ich hätte... Oh mein Gott! Okay. So. Ich hab ja die Reset-Door hier. Uff. Okay, wenn man hier natürlich zu hoch springt, landet man direkt in den Dingern drin, aber das geht eigentlich auch gut so. Ah, da ist noch ein Pilz, da habe ich gar nicht von gesehen. Der ist ja freundlich. Der ist sehr freundlich. Sehr gut. Wow. Okay, okay, okay. Soweit ist alles gut. Wo war jetzt der Swamp? Mama. Wo war jetzt der Swamp? Wo war er?
Hier noch nicht, ne? Hätte man den irgendwie... Ich muss jetzt mal gucken, ob man den irgendwie hätte... Nein. Ja, so vielleicht. Aber normal, so wie ich halt hoch bin, konnte man den halt nicht erkennen. Na gut. So. Es geht weiter nach oben. Da ist das Castle. Das ist ein Castle of Glass. Das habe ich... Ich habe ein Problem. Ah! Achso, ich kann hier oben drüber. Wait, dann kann ich ja... Ah, nice. Gibt's erstmal Geld. Dann gibt's die Münzen im Castle und das ist nur der Weg dahin gewesen bisher. Okay. Ja, let's go. Hätte ich jetzt aber gerne den Checkpoint. Danke. Gut, das heißt, jetzt beginnt das eigentliche Castle-Level, ja? Oh Gott. Wohin fährt der? Ach so, nach da. Okay. Oh Mama. Will ich da rüberspringen? Nein, will ich nicht. Wir wollen hier rein. Okay, hallo Pilz. So, ich kann die jetzt einerseits nutzen, um... Okay, ich verstehe. So, jetzt werde ich allerdings Dinge tun. Wait, kann ich nicht. Ah, ich bin doof. Ich bin doof. Ich wollte jetzt... Oh mein Gott, ich bin doof. Du willst jetzt aber nicht... Oh Gott, du willst. Mach Bumm. Gut. Komm ich jetzt hier bei dem Pilz raus? Ja, sehr schön. Ah, verstanden. Easy! Das waren die drei Münzen. Aber langsam wird es zeitlich kritisch, ne? Oh Gott, jetzt muss ich da rüberkommen. Alles gut, wir haben alles unter Kontrolle. Greif das! Ich habe ein bisschen Angst um die Zeit. Aber ich glaube, wir kommen... Das war wieder so eine Röhre. Ja, ich habe es verstanden, hier kommen Sachen raus. Ja, ich habe es verstanden, hier kommen Sachen raus. Nice. Okay, bisschen knapp vielleicht von der Zeit her, wenn man es wirklich in einem Rutsch durchspielen will. Aber ansonsten, bis auf die eine... bis auf die eine Stelle mit dem Swamp war es doch alles ein schönes Level. Gut. Sehr schön. Die 220 traue ich mir nicht zu. So, dann die Todesmaschine von Alina. Navigate Boom Boom. Ach ja, haben wir schon mal gelesen. Da muss man den Boom Boom mal navigieren irgendwie. Ich bin gespannt. Uff. Mal gucken, ob wir die Todesmaschine meistern werden. 10% haben sie gemeistert. Nehme ich eigentlich auf. Sollte man mal kontrollieren, aber ja, tue ich. So. Okay. Ist das ein Resettor? Ah ja. Oh, der bewegt sich ja richtig langsam. Ist das der Resettor? Ah ja. Nix. Oh, ist das der Weg, den ich gleich den Bum Bum navigieren muss? Oh no. Ich glaube, ich verstehe noch nicht, was ich tun soll, aber wir... Oh, verdammt. Ich muss ihn halt wirklich navigieren. Okay. So, das kann er kaputt machen. Jetzt habe ich ein Problem. So, hier kommt der hoch. Bleib hier drüben.
Kneipchen. Oh mein Gott, hi. Rip, bum bum. Rip. Gut, damit hat sich das mit dem Pilz dann auch erledigt. Ja, jetzt habe ich ja schon wieder verhauen. Jetzt kann ich schon wieder nichts machen. Doch, ich kann was machen. Nee, kann ich nicht, weil ich nicht in Dings bin. Also den Pilz, wenn man den verhaut, hat man keine Chance mehr, ja? Sehe ich das richtig? Ah, ist ja suboptimal. Kriege ich den irgendwie wieder her? Nein. Wir können schon mal gucken, was alles noch kommt. Gut, da muss ich halt warten. Da muss ich ihn dann halt rüber lotsen. Das geht eigentlich alles klar. Da sehe ich nicht das Problem. Und dann geht er hier rein und ich töte ihn hier. Mit dem Mancha. Ich glaube, der Mancha ist der, der den Schlüssel hält. Der Mancha müsste der mit dem Schlüssel sein. Anders kann ich mir das gerade nicht vorstellen. Und die Todesmaschine ist also die, in die wir den Boom Boom führen. Levelname verstanden. So, jetzt einfach nicht treffen lassen. Es ist eigentlich nicht möglich, sich da treffen zu lassen. Man muss da schon sehr blöd sein. Ne, also das, ich versuche jetzt auch mal den zu behalten, weil dann kann ich die komplett erledigen. Richtig? Nee, falsch. Schade. Ich versuche trotzdem den zu behalten. Ist egal, wir kriegen ja eh gleich eine Blume. So, das interessiert hier alles nicht. Ach so, ich könnte den jetzt auch abschießen. Aber dann komme ich nicht an den Mancha ran. Und das ist das Problem. Ich muss den Mancha da in die Todesfalle führen. Aber jetzt darf er nicht da runterfallen, ne? Weil sonst zwar der Bum-Bum... Ich weiß gar nicht, ob dann der Bum-Bum... Aber die Dinger bräuchte jetzt ja eigentlich auch nicht, die Plattformen. Weil der springt ja auch so hier hoch. Ne, das interessiert den alles gar nicht. Der springt ja auch so hier hoch. Okay. Na gut, komm her. So. Ciao! Ja, Mancha war der Schlüssel. Okay. Also ich frage mich gerade, ob man das irgendwie breaken kann. Ha, lass mich mal nachdenken. Ich glaube nicht. ich weiß es nicht, keine Ahnung. Man muss den Mancha töten. Wenn der Mancha runterfällt, ich glaube, das zählt nicht als tot. Also wenn man ihn in die Lücke schießt, ich glaube, das reicht nicht aus. Nicht sicher, aber nicht sicher. Nee, ich glaube, nee, alles, was ich denke, ist Quatsch. Ach, wollte ich nicht. Nein, wollte ich auch nicht. Ich wollte die Kommentare lesen. Ob da irgendjemand was schreibt, wie man es einfacher machen könnte. Ob da jemand eine Idee hatte. Ich habe nämlich keine. Wunderbar. Ah ja. Spectacular. Wahnsinnsidee. Muy entretenido. Ja, alles klar. GG aus dem Stream. Ach, da ist er wieder. Gut. Okay, und jetzt haben wir noch einen Diamantendieb. Es ist Kaito Kid. Wir wissen es alle. Ne, wir sind Kaito Kid. Ach, verdammt. Wir sind doch Gonnen. Okay, steal the diamond from the mine. Be careful on your way back. Also, wir müssen einen
Pau stehlen, der ist der Diamant. Aber wahrscheinlich dürfen wir ihn nicht einsetzen. Sondern brauchen ihn erst am Ende. Ja, let's go. Da ist der Diamant. Okay, wir fahren das mal hier hoch. Gut, das war nicht der Diamant. Okay, wie geht dieser Sprung? Brauche ich dafür vielleicht den Pau hier? Hätte ich den anders da rausholen können? Und da kann ich nur gegenspringen, ne? Vielleicht habe ich einfach Quatsch gemacht. Ach, vielleicht habe ich einfach vergessen, was wir spielen. Wir spielen nämlich Super Mario U. Da kann ich ja den hier machen. Ups. Gott, man muss sich immer so viel umdenken. Ah. Das war ja mal ein kurzer Abschnitt für einen Checkpoint. Ah ja, und siehst, jetzt brauche ich den Pau. Wir holen uns also einen Diamanten. Oh, jetzt fahren wir erstmal in der Mine. Rat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 a. Wobei uns Sachen entgegenfahren, die wir gar nicht so cool finden. Tschüss. Mama! Wie mache ich das denn? So mache ich das. Huiuiui. Fällt das direkt runter? Ja. Oh Gott, es geht immer noch weiter. Uah! Aua. Okay, aber hier kann ich erstmal chillen. Und dann einmal hier rüber. Oh Gott, das... Tötet mich das nicht? Nein, es tötet mich nicht. Okay, aber das tötet mich und das würde mich töten und das würde mich töten. Und das hier und das auch. Oh mein Gott. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Okay. So. Das war der Hinweg. Da ist der Diamant. Den darf ich jetzt nicht einsetzen. Soundeffekte auslösen. Ein Spaß. So, den, wie gesagt, den darf ich nicht einsetzen. Das ist das Problem. Muss also aufpassen. Careful zu sein auf meinem Way Back. Ah, der fährt rüber. Bom, 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 bom. Bam! Oh weia. Dann rennen wir mal. Au. Ich darf aber auch nicht sterben. Also da muss jetzt mehr das gut gehen. Renn! Ah! Okay, der fährt auch rüber. Jetzt macht er aber gleich ein Springboard hier. Ah ne, ich mach das. Wait. Oh, der kommt zurück. Bleib, wo du bist. Ich will dich nicht. Aber ich muss ja... Ah, verstanden. Jetzt macht er da kaputt. Kommt der jetzt auch zurück? No! Ja, der hat jetzt nicht alles kaputt gemacht. Hilfe! Hilfe! Okay, ich muss den hier wieder spawnen lassen, da oben. Oh mein Gott! Ich habe ein gewisses Problemchen hier. So, jetzt muss der wieder da sein. Aber ich muss mehr sehen von dem. Ich muss dem hinterher da oben. Oh no. Oh Gott, das ist knapp. Los, fahr los! Nein, ich muss da hinterher. Oh, na, jetzt bin ich zu langsam da durchgelaufen. Okay. Gut, nochmal ab Checkpoint. Halt. Den würde ich mir dann doch ganz gerne mitnehmen. Aus Gründen. So. Renn! Doch, 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 doch,
Doch. Ah ja, hier muss ich schnell sein. Habe ich vergessen. Los! Hilfe! Ah, nicht schon wieder. Nee, hier ist eine Decke. Komme ich auch nicht durch. So, mach dich mal weg hier. Alles weg. Und lauf. So, er fährt los. Eigentlich haben wir die besten Chancen, das jetzt zu machen, wenn er langsam durchfährt. Ja. Das habe ich halt vorher nicht gecheckt. Ah, perfekt. So ist es viel besser. Jetzt kann ich da runter. Sollten wir auch langsam schon vorne sein. So weit war der Weg ja nicht. Ja, wir sind vorne. Easy. Nein, wir gehen nicht mehr runter. Und jetzt versehentlich den Knopf loslassen. Das wäre doof. Aber es würde halt... Es wäre halt typisch, ne? So. Und... Zack. Da oben war noch eine Münze, habe ich gerade gesehen. Hätte man noch hochklettern können. Sehr schön. Sehr schönes Level. Gut. Dann haben wir hier alles gespielt, ne? Aktuell hat einfach keiner mehr gebaut. Kein Markus hat was gebaut. Kein Twakes hat was gebaut. Es ist jetzt schon eine Weile her, dass ich hier, ne? Sieht man das, wann ich das gespielt habe zuletzt? Ne, sieht man nicht. Egal. Gut. Wir sind bei 21 Minuten. Soll ich mich trauen? Soll ich mich trauen? Zwei Runden oder so spielen wir. Ich habe nur Angst, dass ich wieder auf C runterfalle. Wir spielen mal zwei Runden. Oder eine, wenn ich gleich stürze. Ja, oder wir spielen vielleicht auch gar keine, wenn keiner gefunden wird. Dankeschön. Uff. Auf geht's. Auf geht's. Beatblock Galaxy, das wird super. Nicht. Das ist schon jetzt kein Level für einen Multiplayer. Ihr wisst alle warum. No! Sie steckt fest. Ja, super. Ja, danke. Ah. Oh, ich gehe kaputt. Nein. Das Was ein Quatsch. Ah. Komplett nutzloses Level für diesen. Aber auch für ein normales Spiel ziemlich dumm, wenn man. Oh nein, minus 14, 53, okay. Zweimal oder so können wir noch verlieren. Für normalen Modus ja auch total dumm für den Checkpoint. Der Checkpoint ist ja komplett nutzlos gesetzt. Oder startet das dann neu? Das Durchzählen. Weil ich bin ja immer wieder durchgefallen, egal was ich gemacht habe. Ah! Was ein Schwachsinn. Warum schätzen wir überhaupt einen Checkpoint direkt nach dem ersten Warp-Block? Besiege alle Galumbas und erreiche das Ziel. Okay. Oh Gott! Ich sehe Sonnen. Gib mir das. Oh, hi. Nein, Junge. Das machen wir nicht. Oh, da hat ein Yoshi gefunden. Du sollst die besiegen, nicht durch die Gegend werfen. Oh, ich kann's auch nicht. Wait, da hat schon einer das... Oh, Mist. Das war jetzt ja nicht so gut. Ach, da war Yoshi drin.
Oh. Upsi. Holen wir uns doch nochmal Yoshi. Das Ziel wurde eh schon als ausgelöst. Aber anscheinend kriegen das Ziel nicht hin. Was ist bei euch los? Mal gucken, ob wir... Ja, okay. Da kamen sie wohl am Bowser erstmal nicht vorbei. Ach, Mist. Wir fallen auf C zurück. Ich sehe es schon kommen. Aber wir brauchen ja trotzdem nur einen Sieg, um wieder auf B zu landen. Also es ist ja alles okay. Ist ja nicht so schlimm. Nein. Kein gutes Multilevel. Das hat sogar den Tag gegeneinander. Aber es ist doch dumm. Ist doch komplett dumm für gegeneinander. Also er hätte mir jetzt nicht mal was sagen können, dass das Level in der Schleife mit drin ist, weil es nun mal den Tag hat. Es ist ja trotzdem komplett dumm. Ach. Komplett dumm. Dumm, dumm, dumm. Komplett dumm. So. Let's go. Loading Screen Level Snow. Ich kenne das Level. Ich kenne das Level. Ja. Das ist Counters Test Level. Das ist das Level, was ich bei Neu, glaube ich, mal gespielt hat. Und dann... Ich kenne das Level. Lass mich los. Ich kenne das Level. Und ihr kennt auch das Level. Das ist das Problem. Nein, ihr kennt das Level nicht. Das ist gut. Ihr kennt das Level nicht. Sehr gut. Sehr gut. Ich habe gute Chancen. Ich darf jetzt echt keinen Quatsch machen. Ich habe es geschafft. Gehe ich auf Risiko? Ich gehe auf Nummer sicher. So, jetzt haben wir gewonnen. Oh, nice. Oh, nice. Sehr gut. Oh, das Loading Screen Level rettet mich, weil ich es kenne. Huh. Oh yeah, Mario Time. Huh. Oh, das war gut. Aber das ist natürlich Quatsch. Das Level an sich ist okay für Multiplayer. Was mache ich denn jetzt hier? Ich mache Mittel. Weil das Level ist gut als Multiplayer. Ja. Aber es ist halt... Ne? Ich verstehe, dass die Buh machen. Nur plus 60? Oh Gott, das dauert ja 3 Jahre, bis wir weiterkommen. Scheiße. Vor allem, ich darf jetzt nur noch maximal 2 oder 3 Mal verlieren, bevor ich wirklich Minus mache, selbst mit einem Sieg danach. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nur noch plus 60. Ah. Ah. Hafufke. Sammle alle Münzen. 311. Okay. Ja, das wird ja super. Mensch. Oh, bisher habe ich alle Münzen. Oh nein, da oben ist bestimmt Münzen gewesen. Oh nein. Ach, ich gehe einfach durch. Leck mich. Gib mir den. Oh Mist! Ja, das war's dann auch. So, was ist hier oben noch? Ach, dann halt nicht. Dann schaue ich halt nicht da. Danke! Hat der gerade die Ranke nach unten? Ja gut, das war's. Alles klar. Für Multiplayer mal wieder ein äußerst dämliches Level. Nein, für Multiplayer war das Level dämlich, nicht mittel. Minus 21, oh Gott, 2. Ah, oh, nee. Man fällt jetzt so schnell ab. Ach, du Schande. Oh, nicht gut.
Nicht gut. Nicht gut. Ach, lass uns doch bitte einfach mit drei Leuten spielen. Geh mir nicht auf den Keks. Gib mir den vierten oder starte das Spiel. Los, jetzt. Go. Hopp. Husch. Los, los. Starte das Spiel. Ah, jetzt tut mir mein Auge weh. Hilfe, juck nicht rum. Ah. Okay, nach dem Part muss ich auf jeden Fall. Jetzt sind's doch vier. Ich könnte was werden. Ich könnte was werden hier, ey. So. The Secret. Kein Multiplayer-Tag. Das ist kein Secret, das ist das Startlevel. Das Ladescreen-Level mit dem Auto am Anfang. Naja, nicht ganz. Oder ist es das? Ich habe keine Ahnung. Das ist ein bisschen mehr dazugekommen, ne? Oh boy. Ja, es ist ein bisschen mehr dazugekommen. Dankeschön. Das klang nicht gesund. Oh nein. Oh nein, Toad. Oh nein! Ja, es war der Anfang vor dem Level und dann war es anders. So einen Quatsch baut Nintendo nicht. Ah. Aber es hat nichts, was Multiplayer schlecht macht. Es ist an sich ein doofes Level gewesen, aber es hat nichts, was Multiplayer schlecht macht. Ja. Mittel ist okay. Minus 16. Hilfe. Ich will noch einen Sieg. Einen Sieg noch, dann bin ich zufrieden. Ohne Niederlage. Einen Sieg oder Niederlage. Los geht's. Let's go. Let's go, der Hase. Dankeschön. 4 von 4. Los geht's. Uff. Go, go. Husch, husch. Charlie schon wieder dabei. Super Mario Bros. Switch 1-2. Switch klingt schon wieder problematisch. Außer er meint damit, dass es ein Level für die Switch ist. Dann könnte es okay gehen. Los geht's! Lauf! Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wer bin ich eigentlich? Anscheinend bin ich Toadette. Scheiße. Ah, okay. Wir testen mal was. Schade, kein Secret. Hätte ja sein können. Okay. Dafür kann ich jetzt in Ruhe mir das Level angucken. Und mir den Pilz holen. Wait, da kann man durch. Nein! Ah. Mist. Gemein. Aber es sollte multiplayer-technisch okay sein, ne? Ich habe jetzt halt den Rest nicht gesehen, aber anscheinend ging es recht gut durch. Dann ist das multiplayer-technisch schon in Ordnung. Erster Eindruck zumindest. Oh Gott, Leute, wir haben ein Problem. Ich muss jetzt gewinnen. Sonst stürzen wir beim nächsten Mal ab. Auf. 4 von 4. Los. Husch. Danke. Wenn man zumindest so ein Warte-Minispiel hätte oder sowas. Es gibt so viele Möglichkeiten, hier tolle Sachen zu machen.
Aha, gegeneinander. Es hat den Tag gegeneinander. Das ist doch schon mal was. Es wird jeder in die gleiche Röhre gehen. Ach so. Ach so. Okay. Oh, sie sind so sozial. Oh mein Gott. Nice. Ich habe Angst, dass der zurückkommt. Ja. Das ist gegeneinander, wie es sein soll. Oh, na oh, okay. Okay. Ja, nice. So soll gegeneinander sein. Genau so. Genau so. Und vor allem haben die mitgemacht, wie es gedacht war. Ja, ich meine, die haben halt den Weg nicht geschafft, aber das ist ja nicht mein Problem. Ah. So muss gegeneinander sein. So und nicht anders. So, hier hören wir auf. Ich habe Angst, wieder abzustürzen. Ei, lassen wir dabei. Ist okay. Es geht jetzt so langsam nur noch nach oben. So langsam. Ah, Mann. Es ist so kritisch. Es ist so kritisch. Gut. Count hat geschrieben, ich soll mit der Endlos-Herausforderung bei Normalwahl weitermachen und schauen, dass ich ihn schlage. Er ist bei irgendwie 215 oder so. Ich muss halt sagen, wir können jetzt mal ein oder zwei Level uns noch angucken, die da noch kommen. Ich muss halt nur sagen, ich fand bisher die Normal-Level jetzt nicht so spannend. Sammle mindestens 30 Münzen und erreiche das Ziel. Aber mal gucken, vielleicht ist es ja mittlerweile dadurch, dass jetzt viel Zeit vergangen ist. Ach du Schande. Ach du Schande. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist ja mittlerweile mehr los. Was ist denn, wenn der das fallen lässt? Kriege ich das dann trotzdem? Oh, nice. Gib mir das. Oh, boy. Oh, gib mir das. Nein, ich will das haben. Gib mir das. Yes. Und hopp. Ich brauche nur noch ein so Runterfall-Ding. Da muss doch noch eins kommen, oder? Also, es gibt offensichtlich viel mehr Münzen als die. Das ist schon mal sehr gut. Oh boy! Okay, ich brauche noch drei Münzen. Oh shit. Jetzt muss ich da wieder hochkommen. Okay. Oh boy. Spawnen die Münzen wieder, die ich fallen lasse? Aber wir sollten es hinkriegen. Nein! Nein! Aber ich sehe da was. Aber ich nehme einfach die. Ist ja egal, welche ich nehme. Und zack! Und zack! Das war tatsächlich mal ein spannenderes Level von normal. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir sowas hier bekommen. Und gib mir Leben. Yes! Oh, nice. Ja, vielleicht spielen wir normal mal ein bisschen weiter im nächsten Part. Können wir machen. Können wir gerne machen. Können wir gerne machen. Sheesh! Game. Gegen die Zeit Thema. Ich weiß gar nicht, habe ich das als No-Skip gemacht? Ich glaube nicht, oder? Ah, da ist ein Schlüssel. Ja, ich hab's nicht gesehen, ist okay. Oh nein, das geht nicht von da. Hä? Ich dachte, dafür ist der Block da. Ach so, ich muss auf dem Block stehen. Nicht auf den Block schießen. Ich mach Quatsch. Oh boy.
dass man... dass ich immer so doof bin, ne? Nein. Mein Gott. Das hat gedauert. Jetzt, mein Gott. Okay. Nice. Was hat denn jetzt der On-Off damit zu tun? Ah, okay, verstanden. Das hat er damit zu tun. Toll. Oh boy. Nein! Oh Junge. Oh boy! Das ist super knapp. Ach, was mache ich denn? Nice. Sheesh. Ah ja. Ah ja. Das geht aber klar. Nein, das geht nicht klar. Ah, nein. Ah, ich krieg die ja wieder. Ja, das geht voll klar, weil ich krieg die ja eh wieder. Braucht die ja auch. Sonst wäre es ja gar nicht möglich. Ja, ja. Nee, ich bin ja... alles gut. Das ist ja dann super simpel. Ja, ich krieg die ja immer wieder. Also, nur eine Frage der Zeit. Nicht des Könnens. Das war dumm. Okay, dann von hinten. Wie viel denn noch? Gott, wie viel hält der denn aus, bitte? Ach, Bowser, bitte. Dankeschön. Thank you. Aber schön viele Leben mitgenommen. Nämlich 3. Was ja das Maximum ist, was man mitnehmen kann. Sehr gut. Gefällt mir. Puh. Insofern, gut, erfolgreiches Level. Eins machen wir noch. Weiter. Let's go. Aber das ist halt... also, ihr müsst mir jetzt mal schreiben. Findet ihr diese Dinge interessant? Weil so teilweise finde ich dann die Level halt echt lange und nicht so... teilweise. Ne? Es ist teilweise zu einfach. Ich hätte ja schon gerne was Herausforderndes, wo ich mich immer aufregen kann. Haha.
Mache ich das hier richtig? Ja. Wo dreht der um? Gleich hier, Hilfe! Gehst du runter? Ja. Gib mir den Pilz! Die fahren einmal komplett durch, ja? Okay. Nein, der fällt von der Decke! Oh nein, der Hund. Mach dich mal weg, Freund. Oder geh irgendwo hin, wo du nicht störst. Der fällt auch gleich von der Decke. Jetzt fällt er von der Decke. Okay, tschüss. Was ist da unten? Ah, der fährt rüber! Ah, gib mir den Pilz. Ah, lass mich da rein. Oh, kommt das Ziel? Yes! Oh nein, 5 Münzen fehlen mir auf dem Leben. Gibt's hier noch Münzen? Nee, schade. Schade. Aber ein Leben nehme ich auch gerne mit. Oh yeah, Mario time. Gut. Machen wir noch eins. Machen wir noch eins. Bam, bam. Nein, ich glaube, ich habe das nicht mit No-Skip gestartet, oder? Ich kann mich nicht erinnern. Aber so No-Skip Hard Challenge wäre schon auch mal eine coole Sache. Exclamation Block Jungle, okay. Das wäre jetzt wieder was, wo ich im Multiplayer sagen würde, aber so könnte das ganz cool sein. Na gut, der ist jetzt komplett nutzlos. Und hier werde ich mich natürlich auch nach Münzen und so Challenges und Secrets umgucken. Und ja, der ist nutzlos deswegen. Ist klar. Aber der soll ja nur erklären. Schon okay. Hab nichts gesagt. Na, aber so Secrets werde ich hier natürlich versuchen zu suchen. Versuchen zu suchen. Wegen Leben. Aber sobald wir 3 Leben zusammen haben, reicht's dann auch. Nein! Nein, gib mir das. Oh boy! Da hatte ich gerade ein bisschen Bedenken. Aber er ist ja zum Glück freundlich. Wow, lass das hier. Nicht, dass ich es ins Wasser werfe. Dann hätte ich wirklich ein Problem. So, einfach schnell an dir vorbei. Nein! Nicht so, nein! Ah! Solange der da ist, komme ich hoch. Solange der da ist, komme ich hoch. Okay, ich hoffe, die Zeit haben wir. Ich denke immer, ich spiele Dings, aber dann spiele ich es doch nicht. Und kann mich nicht so rüberdrehen. Okay, gib mir das. Gleich haben wir ein Leben. Nur noch 60 Münzen. Geh weg. Oh, die will ich haben. Nein, vielleicht will ich die doch nicht haben. Nee, die sind mir zu gefährlich. Die sind mir tatsächlich zu gefährlich. Das muss nicht sein. Ich glaube, wir kriegen auch so die Münzen zusammen. Schauen wir mal. 25 noch. Ja, wir sind ja gerade bei der Hälfte. Kein Pilz. Ärgerlich. Der schießt, ne? Wow, der schießt große Sachen. Mach das mal nicht, bitte. Hi! Ich warte noch die Coins ab. Dankeschön. Oh, nice. Sehr schön. Ich habe ein bisschen Angst, dass der mich killt. Er killt mich nicht. Kein Grund, mich auszulachen. Ich wollte die Münzen haben. Alles gut. Passt schon. So, und der muss jetzt... Ja, ich verstehe schon. Der muss jetzt den da unten aufdrehen. Da hoch kann.
Wäre, glaube ich, mit einem beherzten Sprung auch gegangen, aber... Oh, nee, du nicht, du nicht, du nicht, du nicht, du nicht. Nein, die Münze interessiert mich auch nicht. Viel zu riskant. Die nehme ich mit. Die nehme ich mit. Aber... Nein! Ah, ich wollte ihn in die andere Richtung, aber ist egal. So wollte ich den eigentlich. Aber ist egal, ich habe es eh schon vorher verhauen. Na, dann reicht es halt nicht mehr für noch ein Leben. Ach, ich kriege ja eh das letzte Leben hier. Haha. Alles gut gemacht. Alles richtig. 3 Leben, 88 Sekunden übrig. So muss das. 18 Leben jetzt. Alles klar. Schönes Level. Nix für Multiplayer. Aber schönes Level. So. Machen wir noch eins. Machen wir vielleicht so lange, bis ich einmal sterbe. Nee, aber wir haben jetzt 51 Minuten. Ich will den Part nicht zu lange machen. Vor allem jetzt zu der Zeit, wo ich gerade auch Zelda dazu hochlade. Ist hier was? Nein? Okay. Wo ich auch Zelda hochlade, will ich eigentlich nicht zu viel rumwurschteln. Sondern die Parts ein bisschen kürzer halten. Klappt bei dem hier schon wieder hervorragend. Wir sind schon jetzt bei 50 Minuten. Aber nach dem Level hören wir auf. Versprochen. So. Die 10 Münzen, da müssen wir jetzt nicht unbedingt holen. Mir wäre es gerade wichtiger, einfach nicht zu sterben. Und das sieht mir hier etwas gefährlich aus. Oh Gott, der geht nach... Oh mein Gott, ich kann nur hin, wenn der nach... Oh mein Gott. Ah. Der ist schon netter, aber die Münze da drüben lasse ich sein. Schnell hoch. Okay. Gib bitte. Oh nein, 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 nein. Huh. Gib mir den Pilz. Danke. Bitte lass mich überleben. Okay. So, ich kann hier hochfahren. Hä, wie bin ich jetzt nach unten gekommen? Kann man, wenn man nach unten drückt, kann man dann von den Plattformen runter? Ich habe gerade nach unten gedrückt und bin aus der Plattform raus. Hä? Nein, ich fall durch die Blöcke durch. Sheesh. In dem Moment... Oh mein Gott, das ist ja richtig doof. Dann gehe ich lieber den Weg hoch. Kann er dich mitnehmen? Dann ist der Weg hier deutlich angenehmer. Ja. Nein! Nein, jetzt habe ich den liegen lassen. Ach, komm, ey. Aber dafür bin ich groß. So. Ah, die Blöcke waren ja richtig dumm. Wofür? Hä? Gut, die sind eigentlich für dieses Secret hier. Na gut, dann bringt mir das Secret jetzt halt ein Leben, was mich vorher getötet hat. Oh, wow! Immerhin kriegen wir unsere Leben zusammen. Wehe, hier ist Lava. Gut. Ja gut. Leben haben wir jetzt schon zusammen. Müssen wir nur noch das Level beenden. Dann gehen wir immer noch mit Plus raus. Hä? Ah, okay. Das war also nur für Leben. Aua. Also muss ich durch die Tür. Jo. Kriegen wir hin. Easy. Tschüss. Boah. Immer kritisch sowas, aber läuft.
Wehe, da kommt noch ein Flamme oder sowas aus dem Boden raus. Okay. Aber man weiß es ja nie. Man weiß ja nie, was die Leute so einbauen. Man weiß es ja nie. Sehr schön. Aber ich habe gesagt, wir hören hier nach auf. Deswegen hören wir jetzt auch auf. Wir bleiben unter einer Stunde diesmal. Nice Geschichte. Bin etwas unschlüssig, ob es wirklich ein tolles... Ach doch. Doch. Es war okay. So. Let's go. Eigentlich waren schöne Level hierbei normal, ne? Waren alle okay, fand ich. Haben wir hier irgendwas angefangen? Nein. Haben wir hier irgendwas angefangen? Ja. Nein, da haben wir nur einen Rekord. Nichts zum Fortsetzen. Okay. Ja, leicht will ich gar nicht erst machen. Also normal sind wir aktuell bei 21. Ist halt nicht viel, weil ich einfach nicht viel spiele bei normal. Ihr seht ja, ich käme eigentlich voran. Wollt ihr da ein bisschen mehr sehen? Wollt ihr mehr Multiplayer sehen? Ich weiß es nicht. Was ich auf jeden Fall spiele, sind immer hier neue Sachen, ganz klar. Aber ansonsten sind wir ja frei in der Wahl. Ne? So, wie auch immer, danke fürs Zuschauen. Ich bin raus und tschüss.